Hi, so cool, dass du eingeschaltet hast. Es geht weiter mit unserer Serie Zurüstung zum geistlichen Kampf. Es geht heute tatsächlich um ein Thema, vielleicht hast du noch nie davon gehört, aber es ist so wichtig, dass während wir dem Herrn mit Feuereifer nachfolgen, während wir sein Reich hier auf Erden manifestieren in allen möglichen Arten und Weisen, ist es so wichtig, dass, weil der Feind nicht tatenlos zugucken wird, dass wir ihn wirklich draußen halten und ihm keine legalen Anrechte bieten, uns anzugreifen und in unser Leben zu intervenieren. Und heute geht es tatsächlich um das Thema, dass es so wichtig ist, dass wir auch unser Haus reinigen und unseren Besitz reinigen von verfluchten Gegenständen. Und wir werden uns das gleich aus der Bibel anschauen, damit du einfach weißt, dass es nicht irgendwie eine komische Lehre ist, die aus der Luft gegriffen ist, sondern tatsächlich, das hat biblische Grundlagen, auf die wir unser Leben einfach aufbauen und nach denen wir handeln. Wir sehen im Alten und im Neuen Testament, dass sowohl Gott Menschen gebraucht, um seine Kraft zu manifestieren, um seine Herrlichkeit zu manifestieren, als auch dass Satan Menschen gebraucht, um seine üble, zerstörerische Kraft freizusetzen. Wir sehen, dass Gott Gegenstände gebraucht, um einfach Zeichen und Wunder zu tun, weil es ihm einfach gefällt, Gegenstände zu gebrauchen, um seine Herrlichkeit zu zeigen. So wie er zum Beispiel den Stab des Mose gebraucht hat, um Zeichen und Wunder zu tun. Oder so wie er Salböl gebraucht hat, um Gegenstände zu heiligen. Salböl im Neuen Testament, wo Kranke gesalbt wurden für Heilung. Wir sehen, dass Gott auch zum Beispiel in der Apostelgeschichte es einfach gebraucht hat, dass Schweißtücher genommen wurden von Paulus, die auf die Kranken gelegt wurden und die Kranken sind gesund geworden. Nicht, dass wir die Gegenstände irgendwie verehren sollten oder verherrlichen sollten, aber Gott hat diese Mittel einfach benutzt, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und weil der Feind einfach ein Kopierer ist, ein Pervertierer, er kann nichts Neues erfinden, er nimmt die Dinge, die Gott geschaffen hat, pervertiert sie für sein Reich und versucht sie dann nachzuahmen mit seinem Reich. Genauso gibt es auch Gegenstände wie Zauberbücher, die im Neuen Testament verbrannt wurden, oder Götzen oder verfluchte Gegenstände, die einen Fluch ins Haus oder aufs Volk gebracht haben, die Satan für seine Zwecke gebraucht hat. Wir sehen auch, dass sowohl Gott Orte gebraucht, um seine Herrlichkeit an bestimmten Orten zu manifestieren. Genauso tut es auch Satan. Und wir gucken uns das heute mal an. Es ist einfach real, dass wir in diesem geistlichen Kampf stehen, dass wir in einer geistlichen Welt leben, nicht nur natürlich, sondern auch geistlich. Und wir, die wir von neuem geboren sind, wir sind in einem neuen Bund. Wir stehen unter dem Segen Gottes. Jesus selbst ist zum Fluch geworden und hat alle Flüche getragen. Er hat Dämonen besiegt, er hat Krankheit besiegt, das ist unsere Position. Aber es ist auch wichtig, dass wir danach handeln, was Gott uns sagt, was wir tun sollen, damit dieser Segen und dieses Erbe, was der Herr durch seinen Tod und durch seine Auferstehung für uns freigesetzt hat, damit es sich in unserem Leben sichtbar und spürbar und den Auswirkungen nach einfach offensichtlich manifestieren kann. Und dazu ist es wichtig, dass wir erkennen, dass es einfach dämonische Gegenstände gibt, die einen Fluch in unser Haus bringen können. Wir lesen in 5. Mose Kapitel 7 ab Vers 25. Die Bilder ihrer Götter, sagt Gott zu seinem Volk Israel, als sie ins verheißene Land gezogen sind und die Feinde aus diesem Land vertrieben haben, Gott sagt zu ihnen ganz klar, die Bilder ihrer Götter, also ihrer Götzen, die sollt ihr mit Feuer verbrennen. Du sollst nicht das Silber und das Gold, das an ihnen ist, begehren und es dir nehmen, damit du dadurch nicht verstrickt wirst. Denn ein Greuel ist es für den Herrn, deinen Gott. Und du sollst keinen Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm dem Bann verfällst. Du sollst es als abscheulich verabscheuen und es für einen greulichen Greuel halten, denn gebanntes ist es.
Also Gott sagt, man soll nicht mal das Silber und Gold an diesen Götzenfiguren einschmelzen und was anderes draus machen, weil es gebannt ist, weil es verflucht ist und es soll gar nicht erst in unsere Häuser kommen, damit dieser Fluch nicht in unser Haus kommt. Und wir sehen auch die Geschichte in Josua Kapitel 7. Gott hat das Volk Israel ins verheißene Land geführt. Sie haben Jericho eingenommen und Gott hat seinem Volk explizit Anweisungen gegeben. Sie sollten nichts von dem Besitz der Jericho-Einwohner für sich nehmen, weil es gebannt war. Und wir sehen, dass Achan, einer vom Volk Israel, er hat Gebanntes an sich genommen, weil er Lust danach hatte. Und er hat es niemandem erzählt, er hat es in seinem Zelt versteckt. Und was ist passiert? Es kam ein Fluch auf das ganze Volk Israel, so dass sie die nächste Schlacht, wo sie eigentlich zahlreich überlegen waren, die haben sie einfach verloren, weil dieser Fluch dadurch aufs Volk kam. Bis dann die ganze Sache aufkam und sie den Fluch entfernt haben, indem sie die Gegenstände und auch Achan aus dem Volk entfernt haben. Dann war wieder Sieg und Segen da. Und genau so können okkulte Gegenstände oder Gegenstände, die dem Feind geweiht sind, die können in unserem, wenn sie in unserem Besitz sind, können sie einen Fluch in unser Haus bringen. So dass wir zum Beispiel beten um Schutz und trotzdem kommen diese Attacken. Es kann sein, dass auch Krankheit dadurch freigesetzt wird oder Ängste. Oder es gibt auch eine Geschichte, wo Derek Prince ein Gemälde in seinem Besitz hatte, das er geerbt hatte. Es war für ihn kostbares Erbe, weil sein Großvater es aus China mitgebracht hatte. Auf diesem Bild waren irgendwelche Drachen, glaube ich, zu sehen. Ich kenne die Geschichte nicht mehr ganz genau, aber es war so, dass er finanziell alles Mögliche getan hat, um durchzubrechen und er ist nicht durchgebrochen, bis ihm der Heilige Geist dieses Bild gezeigt hat. Als er es aus seinem Besitz entfernt hat, ist plötzlich finanzieller Durchbruch in sein Leben gekommen. Und wir sehen es in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 19, dass es so war, Vers 18. Viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, kamen und legten ein Bekenntnis ab. Und sie erzählten von ihren Machenschaften, was sie getan haben, bevor sie zu Jesus kamen. Eine ganze Reihe von denen, die Zauberei getrieben hatten, die Zauberbücher, sie trugen sie zusammen und verbrannten sie vor aller Augen. Und man schätzte ihren Wert und kam auf 50.000 Silbermünzen. Und so wuchs und erstarkte das Wort des Herrn mit Macht. Ich glaube, 50.000 Silbermünzen sind 50.000 Tageslöhne. Das ist richtig viel Geld. Und deswegen ist es wichtig, dass wir diese verfluchten Gegenstände aus unserem Haus, aus unserem Besitz, aus unseren Autos entfernen, damit der Herr mit seinem Segen durchbrechen kann und wir dem Feind keine legalen Angriffspunkte bieten. Solche Gegenstände können ganz praktisch sein, zum Beispiel Traumfänger oder Armbänder, die besondere Heilskräfte haben, also Heilungskräfte oder irgendwelche Glücksbringer oder Heilungskristalle, Glückssteine, all diese Dinge, New Age-Symbole, New Age-Gegenstände, die sind dem Feind geweiht. Hier sucht man eine Kraft anzuzapfen, die eine andere Quelle ist als der Herr, um irgendwelche Dinge zu erreichen, die der Herr dir mit seiner Kraft geben kann und will, weil die Quelle dieser Kraft ist einfach aus der Finsternis. Deswegen sind diese Gegenstände absolut direkt mit dem Teufel verbunden und bringen einfach diesen Fluch in dein Haus. Es gibt ja auch dieses dritte Auge, was vor dem bösen Blick bewahren soll. Alles, was mit Astrologie zu tun hat, alles, was mit Räucherwerk zu tun hat, also Räucherzubehör, was man kennt aus dem Hinduismus oder auch aus dem New Age, aus der Wicca-Hexenreligion, alle Sachen, was mit Yoga zu tun hat, Drogen, Psychedelika, wirf diese Sachen wirklich raus aus deinem Haus oder verbrenn sie. Symbole, die Hexerei symbolisieren, zum Beispiel Ouija-Boards, Tarotkarten, Engelskarten, auch Kinderspielzeug, was in die Richtung geht, zum Beispiel Pokémon, das sind ja Pocket-Dämonen, ja? Schmeiß das Zeug raus, Voodoo-Zubehör,
Ritualbecher, Statuen, Hexenbücher, rituelle Salze. Es gibt so viel, ich kann das gar nicht alles aufzählen, aber du bekommst schon ein Gefühl dafür, was dem Feind geweiht ist und was unbedingt aus deinem Haus herauskommen sollte, wenn du deine Schutzmauer wirklich nochmal von mehr Lücken befreien möchtest. Wünschelruten, alles was mit heiligen Anbetung zu tun hat, heiligen Figuren, Rosenkränze, wo ja auch zu Maria gebetet wird. Ikonen, Christophorus-Medaillen haben viele Leute im Auto. Statuen von anderen Religionen, es ist ja auch modern, sich irgendwelche Buddha-Figuren in den Garten oder ins Haus zu stellen. Satansbibeln, das Buch Mormon, Freimaurergegenstände, Dinge, die mit Indianerkult zu tun haben oder auch Masken aus Afrika oder oftmals sind es auch Souvenire, die man mitbringt aus anderen Ländern, die aber aus der Religion dieser Länder hervorkommen, wie zum Beispiel afrikanische Statuen, Masken, Skulpturen und diese Dinge oder auch von den Indianern. Wirklich, geh da wirklich durch. Auch dämonische Spiele, Computerspiele, diese Dinge, die mit Hexerei zu tun haben, die mit Gewalt zu tun haben, die mit Pornografie zu tun haben. Solche Dinge, wirf das raus aus deinem Haus. Dinge, die wirklich Brutalität enthalten. Auch Musik. Und im Zweifel, wenn du es dir nicht sicher bist, dann wirf es lieber raus, als dass du es behältst. Oder auch Gegenstände, die dich erinnern an dein altes, gottloses Leben, die Macht haben, dich da irgendwie in eine Wehmut zu versetzen, dich zurückzuziehen, vielleicht auch Ex-Beziehungen. Die sind nicht jetzt an sich unbedingt direkt okkult, diese Gegenstände, aber sie können bewirken, dass du einfach in deiner Seele einfach in die Vergangenheit irgendwie gezogen wirst, sodass du einfach dem nachtrauerst oder sonst was. Drum wirf das Zeug lieber raus im Fall des Falles. Und wenn du in einem Haus zum Beispiel wohnst, wo schon Generationen vor dir gelebt haben, dann durchforste tatsächlich auch den Dachboden. Auch Dinge aus dem Dritten Reich wie Hakenkreuze oder das Buch Mein Kampf. Wirf diese Sachen raus. Auf diesen Dingen liegt ein Fluch. Oder auch deine digitalen Räume, dein Auto. Durchforste es. Und werf diese Sachen raus, damit einfach der Segen auch in dein Haus kommt, wo er noch nicht da war und diese legalen Türen dem Feind geschlossen werden. Und ich möchte einfach jetzt kurz noch für dich beten. Vater, ich danke dir für meine Geschwister und ich bitte dich, dass du, wenn es noch irgendwelche Gegenstände gibt, die dem Feind Anrechte geben, im Leben meines Bruders, meiner Schwester, dass du diese Dinge offenbarst, dass du sie highlightest und dass du sie führst und leitest, indem sie ihr Haus einfach reinigen von diesen Dingen und dadurch einfach ihr Haus freimachen von legalen Anrechten dem Feind gegenüber. In Jesu Namen. Amen. Sei gesegnet und wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut. Tschüss.